Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gab in einem Kommentar die Frage, wie man über Ansichtsbereiche hinaus bemaßt und wie man eine offene Bemaßung einfügt. Deswegen hier nochmal ein kurzes Video grob zu diesem Thema. Also ich habe hier meinen Ansichtsbereich, habe daraus Schnitte erstellt, diese zerschnitten. Das könnt ihr nochmal nachschauen in den anderen Videos zu diesem Nachtschränkchen hier. Das nehme ich jetzt hier einfach als Beispiel. Und jetzt füge ich hier einfach mal eine Bemaßung ein. Das mache ich normalerweise immer bitte in dem Schnitt hier, ne, oder in dem Ansichtsbereich. Klicke ich doppelt nun da drauf. In dem Fenster kann ich Ergänzungen auswählen, bestätige mit OK und kann dann mit der Taste B das Bemaßungswerkzeug auswählen. Dort sollte hierfür jetzt die erste Methode ausgewählt sein und der Bemaßungsstandard Architecture US oder aber DIN 919 ausgewählt sein. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel mal den Querschnitt hiervon bemaßen. Ne? Also Klick, Klick, haben wir schon mal gemacht. Dann Tabulatortaste drücke ich da, gebe 10 mm ein, Enter. Und wenn hier der Cursor richtig ausgerichtet ist bei 90 Grad, das ist wichtig, dann drückt ihr nochmal Enter, dann ist die Bemaßung schon da. So, das kann ich jetzt wieder verlassen. Falls ihr euch wundert, wo der Rest hier da ist, dann müsst ihr einmal kurz hier draufklicken. Ne? Auch immer gut zu wissen, dann wird der Rest auch dargestellt oder halt ausgeblendet. Aber jetzt klicke ich erstmal auf Ansichtsbereich Ergänzung verlassen. Habe jetzt hier schön in meiner Ergänzung drin diese Bemaßung. Das heißt, ich kann das Ganze nachher verschieben und das bleibt an Ort und Stelle. Das sollte man unbedingt immer machen. Ja, also bei allen Bemaßungen, die in einem Ansichtsbereich drin sind, sieht das bitte so aus. So, und dann gibt es jetzt aber zwei Fälle. Einmal möchte ich jetzt das Außenmaß hiervon ja vielleicht noch bemaßen. Und das geht über Ansichtsbereiche hinaus. Also Außenmaß würde ich eigentlich auf der Dreitafelprojektion machen, aber die Deckplatte ist ja noch größer, deswegen von dort nach dort zu dem Stollen brauche ich das Außenmaß noch einmal. Das bemaße ich jetzt außerhalb der Ergänzung des Ansichtsbereiches, also auf der Layout-Ebene einfach drauf mit der Taste B. Klicke ich einmal hier unten rechts auf den Stollen und dann hier oben hin genau das gleiche. Ziehe das nach außen, gebe 10 mm ein, bestätige mit Enter und wenn der Winkel stimmt, nochmal mit Enter und habe die Bemaßung da. Nun ist das jetzt aber absolut nicht richtig hier. Das sind mehr als 166 mm, aber wie viel ist das? Dazu müsste ich jetzt theoretisch rübergehen auf die Konstruktionsebene und dort eben herausfinden, was es für ein Maß ist. Dazu ein kleiner Trick. Wir klonen uns jetzt einen Ansichtsbereich, eventuell einen, wo keine Ergänzungen drin sind. Den nehme ich mir jetzt hier einfach per Drag and Drop und bei gerückter Steuerung bzw. Option-Taste bei Mac lasse ich das hier wieder los. Also Drag and Drop bei gedrückter Steuerung oder Option-Taste. Jetzt habe ich hier eine schnelle Kopie davon, also auch einen Schnitt. Den klicke ich doppelt an, öffne die Begrenzung, bestätige mit OK und lösche diese Begrenzung hier. Ja, also das Rechteck darauf habe ich jetzt gerade gelöscht. Das kann ich verlassen. Jetzt habe ich hier einmal 1:1 mein komplettes Möbel. In der Ansicht natürlich, wobei ich auch durch die Taste 2, ach Quatsch, das ist ein Schnitt, da kann ich ja nichts ändern, die Ansicht. Aber hier habe ich jetzt eine komplette Ansicht von Schnitt oder einen kompletten Schnitt halt, ungeschnitten und kann jetzt hier mal hingehen und sagen, ja, da nehme ich mir jetzt einfach mal so wesentliche Maße raus. Vielleicht will man auch noch die Tür da später bemaßen. Dann kann man sich das mal hier angucken, wie viel das denn ist. Hat das hier einmal nebenan stehen, könnte das auch, wenn man das möchte, wobei, das geht natürlich nicht. Aber nur so ein Gedanke. Aber hier sehen wir, 340 mm haben wir da. Das heißt, das müssen wir hier eingeben. Geht natürlich nachher schneller, wenn man das nur einmal und ganz am Anfang macht. Ne? Und wenn man weiß schon, wie es geht und dabei nicht die ganze Zeit quatschen muss. Also hier habe ich jetzt diese Maßung. Das stimmt die Maßzahl nicht. Ich schaue nochmal gerade nach. 340 mm möchte ich jetzt hier auch stehen haben. Deswegen gehe ich, wenn ich die Bemaßung aktiv habe, hier runter, nehme das Häkchen bei Maßzahl zeigen weg und bei vorgestellt gebe ich 340 mm ein. So, ja, so einfach, so unkompliziert ist das. Es geht wohl leider nicht, dass das automatisch schon die richtige Maßzahl hierbei enthält. Aber so kompliziert ist es nicht. So, eine weitere Sache noch, eine offene Bemaßung. Wenn wir jetzt mal annehmen würden, hier wäre eine Symmetrieachse oder es wäre einfach ein offener ein Schnittende, also eine offene Bemaßung brauchen wir hier, dann machen wir das folgendermaßen. Auch, ich weiß nicht, also man kann sich da einen Bemaßungsstandard anlegen oder einen Maßstil, wo das auch gut funktioniert. Fand ich aber zu kompliziert. Kann man machen. Bei erhöhtem Interesse schreibt einen Kommentar, dann mache ich das auch nochmal als Video. Aber ich mache das jetzt viel einfacher. Ich klicke hierhin, klicke dorthin, wo die Bemaßungslinie enden soll. Dann wieder die 10 mm, das haben wir jetzt mittlerweile raus.
haben wir da. So, und jetzt stört uns hier aber diese Bemaßungslinie hier. Ne, diese Maßlinie, die wollen wir nicht mehr haben. Ja. Und das machen wir jetzt so, wenn das Ganze, also wir können jetzt eventuell vorher noch das hier ausschalten, ja, und sagen, Maß, da geben wir noch das richtige Maß ein. 340 mm muss da ja auch stehen nachher. Das könnte man vorher noch machen, ist aber auch nachher gut möglich. Jetzt gehe ich hin und löse diese Bemaßung auf mit Steuerung U. Ja, Command U. Dann steht da, wenn Sie dieses Objekt auflösen, gehen die besonderen Eigenschaften wie zum Beispiel Umformmöglichkeiten verloren. Das heißt, dass wir nicht mehr hier diese ganzen Informationen dazu kriegen. Wir können die Länge nicht mehr so ändern und so weiter. Aber das wollen wir trotzdem. Und jetzt haben wir keine Bemaßung mehr, sondern sechs Objekte plötzlich. Und zwar sind das verschiedene Linien, ne? Also einmal diese Linie hier, die Maßzahl, diese Linie und eben noch hier dieses kurze Stück Linie links und rechts. Damit sind wir bei sechs Objekten. Und da können wir erstmal diese zwei hier von weglöschen. Ja, diese und diese Linie löschen wir weg. Übrig bleibt dieser Diagonalstrich noch. Ansonsten sind wir ziemlich am Ziel. Der lässt sich nicht so einfach weglöschen. Das ist aber auch gar nicht schwer, denn das ist einfach das Endzeichnen dieser Linie hier. Das können wir also über die Attributpalette ändern. Und zwar gibt es da unten diese Linienendzeichen. Die Palette sieht ein bisschen anders aus hier. Linienendzeichenart wählen wir aus, dass dort einfach keines sein soll. Und zwar auf der rechten Seite. Ne, eigentlich steht es für Anfang und Ende, aber das sollte funktionieren. Und dann ist diese Linie eben auch weg. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Achso, vielleicht noch ein kurzer Tipp, macht diese Bemaßung unbedingt bitte erst, wenn alles andere steht, ansonsten müsst ihr die ja ständig ändern. Ne? Ansonsten hoffe ich, dass euch das weiterhelfen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Abonniert fleißig, hey, wir haben 250 Abonnenten, das freut mich sehr. Und ja, viel Spaß damit, alles Gute und bis bald.